Einfach überall Zucker. Ein Artikel von Doreen Vogt, essentiell. Diätassistentin, Diabetesassistentin, selbstständiger Food Coach. Diesen Artikel findet ihr auch auf essence-ziel.com. Der Zuckerverbrauch pro Kopf in Deutschland. Zucker ist ein fester Bestandteil der deutschen Ernährung. Der bezifferte Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland lag laut Statistischem Bundesamt bei 34,6 Kilogramm. Dies entspricht einer täglichen Menge von rund 95 Gramm. Als ich diese Zahlen las, war mir natürlich sofort klar, dass Babys oder gesundheitsbewusste Menschen diese Menge niemals verzehren können. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass andere Personengruppen also noch weit über diesen 95 Gramm täglich liegen müssen. Obendrauf kommen dann aber auch noch Honig, Sirupe, die in Getränke gemixt werden können, und Zucker aus Säften und Konserven. Dies sind ungefähr nochmals 10 Kilogramm pro Jahr und Kopf, die man dazu rechnen muss. Dazu kommen dann aber auch die teils unterschiedlichen Empfehlungen der Fachgesellschaften, die zu Verwirrung führen können, die sich natürlich auch mit gesunder Ernährung nonstop auseinandersetzen. Hier ein Zitat der Deutschen Diabetesgesellschaft. Als Zielmarke für den Kampf eines Erwachsenen gegen das Übergewicht geben die Deutsche Diabetesgesellschaft, die Deutsche Adipositasgesellschaft und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung eine maximale Zufuhr von 50 Gramm freiem Zucker pro Tag aus. Mir persönlich ist völlig unverständlich, warum man sich nicht an der Weltgesundheitsorganisation, also der WHO, orientiert wird, die tatsächlich nur die Hälfte, nämlich 25 Gramm Zucker, dies entspricht ca. 5% der verbrauchten Tageskalorien, empfiehlt. Hier ein Beispiel. Bei 2000 Kalorien, die verbraucht wurden, sind dies nur 100 Kalorien. Ein Schelm, der da an die Politik und Lobbyarbeiter denkt, die natürlich nicht den Zuckerabsatz gefährdet sehen wollen. Achtung, das war meine Meinung. Zucker total ungesund, Kohlenhydrate, was ist der Unterschied zu Zucker und wozu brauchen wir ihn? Alle Kohlenhydrate, KH, bestehen aus Zuckerbausteinen. Kohlenhydrate sind wichtig für die Energiegewinnung sowie für die kurzfristige Energiereserve. Außerdem sind sie wichtig für unseren normalen Stoffwechsel. Zum Beispiel dient KH als Baustoff für Knochen, Knorpel und Bindegewebe. Aber Achtung! Unser Körper kann aus überflüssigen Kilokalorien, also Kohlenhydraten wie zum Beispiel Zucker, Fett produzieren. Kohlenhydrate sind einfach erklärt. Man muss sie sich vorstellen wie eine Kette. Ein Einfachzucker hat nur einen Teil, wie zum Beispiel Traubenzucker, das ist die Glucose, oder Fruchtzucker, die Fructose. Ein Zweifachzucker besteht nur aus zwei Bausteinen. Das ist unser Haushaltszucker, die Saccharose. Der besteht aus Glucose und Fructose. Und der Milchzucker, das ist die Laktose. Der Mehrfachzucker, die nennt man Polysaccharide, sind eine längere Kette. Sie bestehen aus Ballaststoffen, Stärke. Natürlich stößt man unweigerlich, wenn man sich mit zuckerfrei, zuckerarm oder mit Diäten befasst, auf den glykämischen Index. Je kürzer die Kettenlänge des Kohlenhydrats ist, oder je einfacher es ist, desto höher ist der glykämische Index eines Lebensmittels und desto schneller steigt die Blutzuckerkurve an. Dies gilt nur, wenn der GI einfach auf die Kohlenhydrate betrachtet wird. Jedoch spielen beim GI auch Fett, Proteine und Ballaststoffe eine Rolle, die diesen beeinflussen. Zivilisationskrankheiten nur durch Zucker und weshalb die Fettleber so gefährlich ist. Grundsätzlich hat weißer Haushaltszucker keinen Nutzen für unsere Ernährung. Es sind nur überschüssige Kalorien, die zudem von unserem Körper in gesättigte Fette umgewandelt werden und in die Speicher verschoben werden können. Unsere lästigen Hüftröllchen. Zucker, also unser Haushaltszucker, besteht aus Glucose und Fructose. Die Glucose gelangt über den normalen Verdauungsweg in die Blutbahn und kann dort den Blutzuckerspiegel sehr schnell ansteigen lassen. Zucker wird mit Hilfe des Hormons Insulin in die Zellen geschleust, wo er entweder als Energie dient oder in die Fettreserve umgewandelt wird. Je mehr Zucker vorhanden ist, desto mehr Insulin wird von der Bauchspeicheldrüse, dem Pankreas,
ausgeschüttet. Und je mehr Insulin vorhanden ist, desto schneller wird Körperfett aufgebaut. Dies kann letztlich zu einem Kreislauf werden aus Übergewicht, Insulinresistenz, das sich immer schneller aufbaut, bis hin zu Diabetes mellitus Typ 2. Und daraus können sich dann Folgen für das Kreislaufsystem ergeben, wie zum Beispiel Herzinfarkt und Schlaganfall. Forschungsergebnisse deuten zudem auf eine besondere Gefahr im Zusammenhang mit Fructose hin. Dies ist der andere Teil des Haushaltszuckers und wird ausschließlich über die Leber verstoffwechselt. Er soll weniger satt machen als anderer Zucker, was dazu führen kann, dass wir mehr davon essen. Außerdem fördert er die Bildung von Fettpolstern. Schon Kinder können durch zu viel Zuckeraufnahme eine Fettleber entwickeln, ähnlich wie es Alkoholiker tun. Bereits jetzt haben 10% aller Menschen in Deutschland einen Diabetes mellitus Typ 2. 30% sind an einer Fettleber erkrankt. Quelle NDR Ernährungsdocs. Eine unbemerkte Fettleber hat viele Risiken. Durch eine Fettleber haben die Betroffenen ein höheres Risiko von Leberentzündung und Leberkrebs. Bluthochdruck, Herz-Kreislauf und Gefäßkrankheiten gehen ebenfalls mit der Leberverfettung einher. Und eine verfettete Leber beschleunigt zudem die Entwicklung des Typ-2-Mellitus. Die Symptome der Fettleber. Die Krankheit verläuft über Jahre meistens völlig unbemerkt. Die Leber lagert Fett ein und schwillt an, in schweren Fällen bis auf die doppelte Größe. Doch das Organ leidet im Verborgenen. Die Belastung der Leber zeigt sich erst durch Müdigkeit und Konzentrationsstörungen. Selbst die Leberwerte GOT und GPT geben bei einer Blutuntersuchung im ersten Stadium noch keinen Hinweis. Es kann die Fettleber, erst wenn die Fettleber sich entzündet, steigen die Leberwerte an und können Symptome einer Gelbsucht erzeugen. Da eine verfettete Leber bei Stoffwechselkontrolle nicht mehr richtig nachkommen kann, entgleisen die Blutzucker und die Blutfettwerte. Letztlich ist es nicht nur der Zucker alleine, denn auch viel gesättigtes Fett, wie hier mein Blogartikel, Fett nein danke, Bewegungsmangel, wenig Schlaf, unter 5 Stunden täglich sind Risikofaktoren. Zucker ist ein Risikotreiber, aber der gesamte Lebensstil spielt bei der Krankheitsentwicklung eine Rolle. Was nicht nur Diabetiker beachten sollten. Zucker versteckt sich in vielen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Wurst, Käse, Aufschnitt, Frühstückscerealien, Müsliriegel, ist viel Zucker enthalten, fertige Salatsoßen, eingelegtes, also Konserven, Fruchtgummi, in fertigem Brot und Brötchen, Müsli, fettreduziert und weniger Zucker, Fertiggerichte aller Art und fettreduzierte Lebensmittel. Vegane Lebensmittel sind ebenfalls zuckerfrei. Ein Blick auf die Zutatenliste lohnt sich immer. Hierbei gilt, was als erstes auf der Zutatenliste steht, ist auch am meisten enthalten und dann immer der Reihe nach. Zucker kann für Zahnprobleme verantwortlich sein, kann zu Gewichtsproblemen führen und wirkt auf jeden Fall entzündungsfördernd. Auf 100 Gramm Zucker sind 400 Kilokalorien zu rechnen. Zucker haben viele Namen, dazu habe ich euch in meinem Blogartikel eine Liste zusammengestellt. Es sind zum Beispiel Fructose-Glucose-Sirup oder Glucose-Fructose-Sirup, die sich gerne in Joghurts verstecken. Zum Beispiel der Malzzucker oder Gerstenmalzzucker sind im Brot und Brötchen versteckt oder eben noch weitere. Besonders teurer Zucker sind zum Beispiel als Ersatz Birkenzucker, Agavendicksaft, aber auch Datteln werden als Zucker verwendet und so weiter. Smoothies, der Gesundheitsbooster. Saftkuren und Smoothies versprechen viel Gesundheit. Dem ist allerdings meiner Meinung nach nicht so. Wer isst schon auf einmal eine Kiwi, eine halbe Mango plus Superfoods mit Saft aufgegossen? So viele Früchte wie in Säften oder Smoothies enthalten sind, kann man gar nicht essen. Beim Pürieren werden zudem die Ballaststoffe der Früchte zerstört, sodass der Zucker sehr schnell ins Blut gelangt und zu Blutzuckerspitzen auch bei Gesunden führen kann. Heißhungerattacken werden zudem auch noch begünstigt. Smoothies können gelegentlich als Ersatz dienen und eine Ergänzung sein, wenn die Zeit mal richtig knapp ist.
Jedoch sollten hier in jedem Fall die Bestandteile klug ausgewählt werden. Dies sind zum Beispiel Bärenobst, Chiasamen, Leinsamen oder Haferflocken. Dann sollte Buttermilch oder Haferdrink, Mandeldrink, natürlich ungesüßt und als Topping Nüsse oder Nussmus verwendet werden. Man sollte sie auf jeden Fall nicht zu stark pürieren, damit noch Ballaststoffe enthalten bleiben. Zucker, Fruchtzucker und die Darmbakterien. Ein zu hoher Zuckerkonsum beeinflusst die Zusammensetzung der Darmbakterien eher negativ. Die Anzahl der guten Darmbakterien, die unsere Gesundheit unterstützen, nimmt tendenziell ab. Die krankmachenden Mikroorganismen gewinnen dann schnell die Oberhand. Zucker wie Saccharose, Fructose und Glucose fördern anscheinend das Wachstum von Bakterien, die bestimmte Enzyme produzieren, die die Darmschleimhaut angreifen. Die Darmschleimhaut ist ein sehr wichtiger Schutzschild gegenüber schädlichen Einflüssen und gesundheitsschädlichen Mikroorganismen. Durch diese Einflüsse können chronische Entzündungen im Körper entstehen. So äußert sich ein gestörtes Mikrobiom, also die Darmflora. Die Darmflora hat einen großen Einfluss auf Stoffwechsel, Immunsystem und sogar die Stimmung des Menschen. Krankheiten wie Reizdarm, Dickdarmentzündung, Darmkrebs, Adipositas, das metabolische Syndrom, das ist eine Vorstufe des Typ-2-Mellitus und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar Depressionen sind möglicherweise mit einer gestörten Darmflora verbunden. Das Mikrobiom hängt von der Genetik und äußeren Einflüssen ab. Vor allem die Ernährungsweise wirkt sich auf die Zusammensetzung der Darmflora aus. Ist das Darmmikrobiom im Ungleichgewicht, kann sich das durch Darmprobleme und andere Symptome eben bemerkbar machen. Bei bestimmten Zuckerarten kommen Unverträglichkeiten auch sehr häufig vor. Zu den bekanntesten gehören hier die Laktoseintoleranz und die Fructoseunverträglichkeit, die meistens auch mit einer Sorbitunverträglichkeit einhergeht. Wer nach dem Essen häufig an Übelkeit, Bauchweh, Krämpfen, Blähungen, Darmgasen oder sogar Durchfall leidet, sollte an eine Unverträglichkeit, ein gestörtes Mikrobiom oder auch eine Trehalose denken. Das ist ein Zweifachzucker, der natürlich in Pilzen wie Champignons zum Beispiel vorkommt, aber auch häufig als Zusatzstoff in Lebensmitteln eingesetzt wird. Meine Empfehlung: Wenige Kohlenhydrate wie Süßigkeiten und Weißmehl und zugesetzten Zucker verwenden, dafür gezielt viele Lebensmittel mit Ballaststoffen oder auch einem niedrigen GI, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte und Vollkorn, ganzes Obst und Gemüse verwenden. Zucker ist natürlich allgegenwärtig, aber verteufeln muss man ihn nicht. Doch zu viel ist wie nahezu bei allen Lebensmitteln nicht zu empfehlen, denn neben den bekannten gesundheitlichen Auswirkungen kann Zucker auch unserem Darm schaden. Ja, wenn dich jetzt die Informationen erschlagen haben und du nicht mehr weiter weißt, dann schau gerne auf meine Internetseite. Du kannst hier dir was downloaden und du kannst mich natürlich auch zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch oder eben auch zu einem Coaching buchen. Ich freue mich, bis bald.